ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wie geht's dir? Gut. Wir haben in der letzten Lektion das Alphabet abgeschlossen. Wir haben alle Buchstaben gelernt. Von Alif bis zum? Ja. Ja, okay. Vom A bis zum Z, also vom Alif bis zum? Ja. Ja. Heute wiederholen wir die Buchstaben, aber auf eine andere Art und Weise. Wir gehen erstmal das gesamte Alif, Ba von Anfang bis Ende durch. Aber wir ordnen die Buchstaben nach ihrem Aussehen. Es gibt ja Buchstaben, die sich ähnlich sind, oder? Wie zum Beispiel? Ba, Ta und Tha, oder? Die schauen alle gleich aus, aber haben unterschiedliche Punkte. Und so ordnen wir das Alphabet nach Gruppen. Legen wir los. Ich zeige und erst wenn du siehst, beantwortest du. Ganz wichtig, deine Augen sind wo? Auf der Tafel oder auf dem Bildschirm. Und deine Ohren sind wo? Bei mir. Okay? Du hörst und schaust auf die Tafel. Also so? Gut. Nicht so, du musst sie nicht so drehen. Sie sind bei mir, das heißt, du hörst mir zu. Okay? So. Tamam? Deine Ohren sind bei mir, das heißt, du hörst mir zu und schaust auf die Tafel. Das ist aber schwer. Warum? Ja, aber du schaust doch nur so ein bisschen zur Seite. Steh nicht so an. Hey. Fang an. Alif. Alif. Erst wenn du siehst. Ba. Ba. Ta. 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 Super. Die drei sind eine Gruppe. Ba, ta und ta. Jim. Jim. Ha. 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 Dal. 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 Ra. Zay. Zay. Gut. Jetzt will ich, dass du sie rückwärts gehst. Zay. Ra. Ra. Dal. Dal. Ha. Ha. Jim. Tha. Ta. Ba. Alif. Sehr gut. Machen wir weiter. Was ist das? Sin. Nochmal. Sin. Sin. Jin. Schau mal. Sin. Sin. Sheen. Okay. Sheen. Das ist kein Jin. Das ist ein Sheen. Sh, wie die Eisenbahn. Okay. Okay. Wie? Schau mal. Okay. Was? Schau mal genau. Was ist das? Ein? Da. Saad. Saad. Und dann? Bad. Bad. Ba. Ba. Wa. Wa. Schön. Ein. Ein. Wo ist denn rein? Ich habe dir nur ein Ein gezeigt, oder? Ein. Rein. Rein. Hä? Warum ratest du? Ist es ein Hä? Fä. Fä. Sehr gut. Ist es ein Hä oder ein Fä? Fa, super. Qaf. Ka. Gut. Und dann? Lam. Lam. Fa, Qaf, Kaf, Lam. Die sind jetzt alle nach ihrem Aussehen geordnet, oder nicht? Ja. Auch Fa, Qaf und Kaf? Nö. Aha, Fa und Qaf sind sich ähnlich, oder? Ja. Und Kaf? Nicht. Nur beim Aussprechen. Bei der Aussprache. Kef. Wo muss ich das Kef unterscheiden? Von was? Von welchen Buchstaben hört das Kef sich ähnlich? Von Kaf, oder? Ja. Der Buchstabe davor. Das ist ein Kaf, sagen wir. Kaf. Kaf. Dunkel. Und das ist ein Kef. 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 Okay, perfekt. Und dann ein Lam. Gehen wir es rückwärts durch. Lam, Kaf, Qaf, Qaf, passt. Ha? Vor dem Qaf kommt ein? Was sieht dem Qaf ähnlich?
fa, fa, ha? Rein, ein, wa, ba, ba, und dann? Ba, ba, sad, shin, sin, perfekt. Das ist nochmal der Buchstabe, den du nicht konntest. Zweite Zeile, dritter Buchstabe von rechts ist? Da, wo der Beamer jetzt drauf ist? Wo der Pointer? Sin. Schau mal genau, schau. Der hier. Siehst du den? Zweite Zeile, dritter Buchstabe. Ein, rein und dann? Fa. Fa. Okay? Die musst du wiederholen. Fa. Gut. Machen wir weiter. Lam. Schau mal. Nächste Folie, schau mal. Mim. Mim. Nun. Nun. Ha. Ha. Wow. Wow. La. La. Yeah. Yeah. Gut. Gehen wir es rückwärts durch. La. Geh rückwärts. Ja. Ja. La. La. Wow. Wow. Ha. 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 Nun. Nun. La. Schau mal. Hm? Was ist das? Ein? La. Das ist kein La. Lam ist der Buchstabe davor, in der Folie davor. So. Das ist ein? Mim. Mim. Nochmal, das ist ein, der letzte? Mim. Also der erste Buchstabe sozusagen. Gut. Damit haben wir jetzt das Alphabet fertig. Wir machen aber einen kleinen Test. Weil jetzt machen wir die Buchstaben nicht der Reihenfolge nach, sondern kreuz und quer. Mhm. Du siehst den Buchstaben. Schau ihn dir erst an, überleg kurz und dann sag ihn. Gut. Was ist das? Erstens machen wir was? Genau, die Hand davor. Steh auf. Streck dich. Richtig. Gut. Hinsetzen. Aufstehen. Hinsetzen. Aufstehen. Gut. Hast du genug Bewegung? Ja. Haben wir uns ausgelockert? Ja. Yalla. Sind wir bereit? Jim. Jim. Schön. Ha? Fa. Fa. Oh, der war. Der ist nicht schwierig, ha? Das war ja, Vorwurf, ha? Bad. Oh. Der kommt auf die Merkliste, okay? Den musst du üben. Ja. Fa und Bad. Aha. Bad. Bad. Gut. Wa. Wa. Mim. Mim. Zal. Zal. Schön. Jetzt. Ra. Ra. Hm, Eisenbahn. Ah. Hm. Shin. Shin. Super. Kaf. Kaf. Wa. La. Lam. Schön. Ah. Ha. 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 Super. Super. Wow. Da hat zwei Punkte oben. Nein, schau ihn dir mal an. Das ist ein Qaf. Nochmal? Qaf. 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 Okay, wie heißt der? Qaf. Gut. Nächste. Wow. Schaut das aus wie ein Wow. Schau mal, was ist das? Sin. Sin. Ha, haben wir's. Ta. Ta. Ba. La. La. Nun. Nun. Ha. Ha. Rein. Schau mal genau. Za. Zai. Ba. Ba. Qa. Nein, Qaf hatten wir doch vorhin gehabt. Wie viele Punkte hat Qaf? Zwei. Der hier hat einer, also? Fa. Fa, super. Rein. Rein. Ha. Nicht ha, sondern? Hört sich ähnlich an. Ha hatten wir doch in der Folie davor. Das ist ein? Ha? Well. Es ist schon nicht ha, sondern? Ha. Ha. Nochmal, das ist ein?
Nochmal? Gut. Dal. Endlich, wow. Oder? Du wolltest, du sagst jetzt über jeden Buchstaben, sagst du wow. Jetzt? Das ist dein wow. Okay? Gut. Ein. Ja. Ja. Elf. Also wenn du den nicht gewusst hättest, das ist der leichteste, oder? Gut. Und das ist ein? Schau mal genau, das ist ein? Saad. Ein? Saad. Okay? Gut. Damit haben wir jetzt, Buki, das Alphabet durcheinander gemacht. Und das nächste Mal wiederholen wir das. Wir achten auf die Buchstaben, die wir noch nicht so gut können. Wiederholen die, okay? Nämlich welche Buchstaben, Buki? Fa und Bad und Ha. Okay, vor allem diese drei. Und Wa. Aha, sehr gut. Tamam? Die wiederholen wir daheim. Versuchen es 10-mal zu lesen. Wie oft? 10-mal. Das dauert nicht lange. Ich habe 10 gezeigt. Ja, weil ich die Buchstaben aufgezählt habe. Und dann noch meine Hand so hatte. Deswegen habe ich 10 gezeigt. Okay? Deswegen habe ich dir gesagt, du schaust mit den Augen und hörst mit den Ohren. Wenn ich jeden Buchstaben 10-mal wiederhole, dann sind 10 Minuten vorbei und ich habe es fest. Es dauert nicht lange. 10 Minuten. Okay? Yalla. Dann machen wir das nächste Mal mit der nächsten Lektion weiter. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.